Video! Heute wird was Neues kreiert. Was kann es nur sein? Etwas, was es noch nie, wirklich noch nie auf YouTube gegeben hat. Wir erkennen Farben in Schwarz-Weiß. Erklärungspart. Meine Mutter hat eine Farbe genommen, wie zum Beispiel Rot, und hat sie schwarz-weiß gemacht. Und an der Helligkeit von dem Schwarz-Weiß-Ton oder dunkel müssen wir erkennen, welche Farbe es ist. Raten. Und wer am Ende am wenigsten Punkte hat, bekommt eine Bestrafung. Und die Bestrafung machen wir jetzt. So, wir fangen jetzt an mit dem Spiel. Aber ihr dürft nicht scrollen. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Fleck oder so. Okay. Also, Stitt. Wir erraten einfach beide und dann am Ende sagen wir eine finale Antwort. Also entweder ist es... Nee, es sieht jetzt gelb aus. Ich glaube. Ja. Ja, grau. Oder, warte mal, was gibt's noch? Also was könnte es noch auch helle Farben geben? Tja. Ja, kann doch, ich sag orange. Oder sowas. Hey, ist am Ende weiß oder sowas. Ja. Ich, meine Mutter hat mich erstmal komplett verarscht. Grau. Ich sag es gelb. Okay, ich sag orange. Rot. Was? Hä? Ja. Rot ist viel dunkler. Niemals, das war rot. Rot ist viel dunkler. Das ist doch was? Also wenn das so ist, also erst die Farbe kommt und dann schwarz-weiß, ist es die Farbe. Was ist das? Das ist mega dunkel. Das ist dunkelblau. Dunkelgrün. Ich sag dunkelblau. Nein, ich wollte es auch sagen. Nein. Oh, fuck. Dürfst du nicht dasselbe sagen? Nein. Okay, ich sag grün. Hey, du bist viel zu schnell. Hallo, ich will auch mal am Anfang sagen. Das ist dunkelblau! Okay, er hat einen Punkt. Okay, aber orange, orange. Jetzt sag ich orange. Wie blöd. Gelb. Ja, beide. Was? Das ist grün! Mein Gott! Warum ist grün so hell? Was? Das ist ein bisschen. Okay. Oh, sorry. Das ist jetzt aber orange. Gelb. Oh nein, ich hab alles kaputt gemacht. Alles gut. So. Nein! 2:0! Ah! Ich will nicht verlieren, es sind so krasse Bestrafungen. Orange. Ich? Oh, das ist mein Orange! Mein Orange! Ich sag, es ist Orange! Ich sag, es ist Orange! Das hast du vorhin gesagt. Nein, wir dürfen jetzt beide das gleich sagen. Ich hab nein, dürfen wir nicht. Dann bekommt. Dann bekomme ich den Punkt, falls er. Nee, wir bekommen. Nein. Falls Orange. Sag, wir beide bekommen dann was beide. Falls Orange ist, das ist Orange. Bekomme ich den Punkt gleich. Nein, wir bekommen beide den Punkt. Spätz hat einfach die ganze Zeit schon Orange. Ja, das ist Orange, also wir bekommen beide nicht. Ich hab's vorhin gesagt. Ja, okay, 3-1. Und. Es macht ja keinen Unterschied. Dann was gab's irgendwie auch noch nicht. Pink! Ja, lol, das ist halt pink. Toll, was soll ich jetzt sagen? Ich sag auch pink. Das ist ganz schön. Es gibt ja keinen Fall. Es ist hellblau, was? Es gibt hellblau. Wir wissen halt nicht, welche Farben es gibt. Ne? Okay, es könnte auch hellgrün. Lila. Lila. Ey, komm. Voll langweilig. Scheiße, das ist voll langweilig. Ja, okay, du bekommst den Punkt für okay, dann steht es 3-0. Und ich sag für Lila. Okay, okay. Oder hast du noch was? Nee, 3-0 steht es dann. Okay, dann sag ich. Weil es ist wirklich unten. Lila und? Was gibt's denn noch? Rosa. Okay, dann steht es jetzt 3-1. Ja, Mann, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist denn? Schwarz. Schwarz kann es nicht sein. Ey, ja, ist er. Dunkelgrau. Was ist das? Dunkellila? Gibt's sowas? Da kam noch dunkelgrün oder sowas. Ja, also was ist das? Dunkelgrün gab's doch schon. Ja, stimmt. Nein, es gab nur hellgrün. Nein, dunkelgrün. Das war doch kein hellgrün. Oder warte mal. Nein, das war doch kein hellgrün. Das war hellgrün. Also was sagt ihr? Dunkelgrün. Spätz, ruhig. Ja, pass, ich will nicht verlieren. Meine die Aufgaben sind wirklich scheiße, Schwa. Ich sage dunkel lila. Ich habe keine Ahnung, was. Also, ich denke mal, es ist so braun oder so, aber. Ja, es ist braun. Das oh, es ist braun. Oh, oh, braun gibt es auch noch. Ja. Okay, was gibt's noch? Rosa. Oder pink. Pink. Rosa. Hey, ja, okay, wenn's. Und, okay, wenn's ja, pink ist. Oder rosa. Rosa ist halt heller als pink, ja, finde ja. Ich. Ja. Also, ich finde, es ist eher so pink, weil es ist auch so eine richtig lila ja, Richtung oder so. 3-2 also, für. 3-2 für.
Doch, manche ohne sagen Namen. Das rosa, manche sagen das heavy. Pink. Ich sitze zwischen pink und rosa. Wait kein mal kurz. Was denn? Nichts, alles gut. Hä? Ratet einfach, welche Farbe. Das kann weiß sein. Ihr müsst ja auch nicht mit hell oder dunkel sagen. Also einfach nur zum Beispiel, weiß ich nicht, blau. Also nicht hell oder dunkelblau. Das war schon. Ja, ich weiß, deswegen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Was ist überhaupt ey, noch? Wenn ich jetzt verliere, habe ich verloren, muss ich die Challenge machen. Wenn ich jetzt dann müssen wir überlegen, was wir denkt machen. Denkt einfach nicht an irgendeine Farbe, die es schon gab, okay? Okay, aber mir fällt keine andere Farbe ein, die es noch nicht also, gab. Also, eben, egal. Denkt einfach, welches ist und nicht an eine, die es halt noch nicht gab, versteht ihr? Also, es könnte jede sein. Ja, sagen wir so. Ich hatte ein Bild links gesehen. Hast du gesehen? Er hat so ein bisschen oh nein. Grün. Okay. Ja, nein. Ich hätte sogar grün gesagt, vielleicht. Vielleicht. Oh, wirklich, ich hab an grün. Ja, aber selbst wenn es wäre Gleichstand gewesen oder du hättest verloren. Ja, okay, dann müssen wir noch eine Frage machen. Ich mach Quiz-Fragen. Ja, Quiz-Fragen. Ja. Soll ich lustige Schätzfragen machen? Ja, mach einfach. Oh ja, Schätzfragen. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Pro Jahr? Wie viele gibt's denn? Wie viele Einwohner hat denn jetzt Deutschland? 80 Millionen. 80 Millionen. Um 80 Millionen. Okay, glaube ich zumindest. 80 Millionen mal 3. Jede Familie kauft so einen am Weihnachtsbaum. Aber es sind ja nicht alle christlich zum Beispiel. Ja. Ja. Oder so. Aber vielleicht kommen manche Familien zwei. Wer weiß. Och Mann, das ist voll die Kackseite, egal. Ja, also, das ist fertig. Warte, nicht umdrehen. Ihr müsst gleichzeitig sagen, ich glaube, man sieht es in der Kamera nicht, ja, aber ich sehe es ja. Bei mir ist auch richtig scheiße geschrieben. Ja, ich glaube. Spätz, bei dir ist ein Loch. Ich weiß, ich habe das gesehen. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. 20 Millionen. 70 Millionen. Was? Also. Scheiße. Spätz hat gewonnen, sind etwa 30 Millionen. Ich hoffe, ja. Oh okay, Gott. Nächste Frage. Wie Na, viele klar, Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Was? Wie viele Liter Bier? Hä? Das hatte einfach, ich habe letztes so ein Video von Reason geguckt und hat TJ und das mit in Schweiz gemacht, glaube ich. Oder in Deutschland. Das war, glaube ich, die gleiche Frage. Ich habe es nur vergessen. Ich freue mich doch, ich könnte so punkten. Aber wie viel steht's denn jetzt? 3-3, ne? Ja, die Farben zählen mit, sonst macht das Video keinen Sinn. Ja, jetzt 4-3. 3-3. Hallo, 3-3. Alter, ich hatte 3-2 und jetzt 3-3. Achso, stimmt, 3-3, ja. Wie viel Liter Bier? Pro Kopf, ne? Pro Kopf, ja. Stimmt. So, yeah. Durchschnittlich. Also wenn ich von mir ausgehen würde, dann so 200 Millionen Liter. Spaß. Ich trinke kein Bier. Ist auch so. Oh mein Gott. Ich kann es gar nicht einschätzen. Oh, das könnte viel zu viel sein. Ich weiß nicht. Nein. Klar, ich auch. Okay. Nein, meinst du schon richtig? Warte, nee, ich mach mal so. 1, 2, 3, 75 Liter. 2. Jetzt hat schon wieder gewonnen. Warte, was 2 Liter bis zum Grün, das liegt jemand an einem Tag, okay? Hallo? Das ist voll mal doof. Wie viel Liter Bier pro Kopf trinkt ein Deutscher im Jahr? Ich hab keine Ahnung, wir haben vergessen. Was hast du gedacht? Keine Ahnung, ich hab irgendwas anderes gedacht. Oh, 4-3. Wie viele Buchstaben hat das hawaiianische Alphabet? Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Egal. Okay, hey, was? Jetzt hast du voll Kacke, okay. 1, 2, 3, 26. 28. Was? Oh mein Gott. 12. Ja! Oh 5, Gott, 3. Oh, so, wie geil, viele Einkerbungen hat ein Golfball? Hast du gerade irgendwie die Seite von DJ genommen? Das hatten die auch. Vielleicht hat er die genommen. Das ist ein Sohn, der macht alle Punkte. Ich weiß es nicht. Ja, trotzdem, hast du schon geguckt. In deinem Unterbewusstsein weißt du noch alles. Aber das nicht, guck mal. Ach, doch. Ja, Unterbewusstsein schon. Wenn jetzt die genaue Zahl weiß, wissen wir, dass es dein Unterbewusstsein weiß. Ja. So, warte, wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Ja.
Ich mache einfach irgendwas. Ja. Es könnte, na klar, sein. Was für große Einkerbung oder so. Es ist viel zu viel, glaube ich. Ich glaube, ich habe ultra übertrieben, ich weiß nicht. Jetzt so viel weniger. Okay. Also, warte, jetzt muss ich die oberen durchstreichen. 200. 336. Wie viel hat es gemacht? 16. 16! Das ist ja tausendmal zu wenig. Ja. Also, im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion, während er schläft? Das ist ja interessant. 60, nicht 16, ja. 60-jährigen was? Lebens. Bist du 16, ne? 60-jährigen Lebens, wie lange deine Erektion im Schlafen hat? Während er schläft. Durchschnittlich. Ja. Okay. Ja. Was? Durchschnittlich? Ja. Okay. Okay. Irgendwas Langes. LOL. Das ist ja sehr interessant für mich hier alles. Oh, hier gibt es auch noch Scherzfragen. Aber das machen wir nicht. Doch, Scherzfragen. Nein. 3, 2, 1. Zwei Stunden. 5 Stunden? 5 Jahre. Hä? Du hast durchschnittlich gesagt. 5 Jahre pro durchschnittlich. Hallo, der ist 60. Durchschnittlich heißt, wie lange er pro Nacht eine Erektion hat. Nein, im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion, so, wenn er schläft. So, insgesamt. Mein Gott. Auch nicht, wenn er schläft, insgesamt, wenn er schläft. Ich hab's komplett verstanden. Ich auch. Verstanden. Ich dachte, nur pro Nacht. Nein, jetzt hast du einen Punkt. Ja, aber es steht trotzdem 6-4. Das heißt, du hast gewonnen. Ja, ich hab das gewonnen. Ja. Ja, dann zieh doch mal deine Bestrafung. So. Ja! Ah, ich lass nicht hin. Bam! Vicky, bam! Ja. Was ist das? Bitte, bitte, meins, 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 meins. Mach einen Song. Ja! Geil! Geil! Mach einen Song. Okay, Leute, jetzt ganz jalla. Okay, tschüss, Leute, diese abmutige, ganz schnelle Kamera, bam, bam, bam. Tschüss, bis zum nächsten Mal, komische, ja, tschüss.